Hallo und herzlich willkommen zu What the Fail! Ich hatte eigentlich tatsächlich geplant, ein Random Wednesday zu machen, allerdings habe ich jetzt schon zwei Spiele ausprobiert, unter anderem NHL 18, was ihr jetzt gerade seht, die einfach nur furchtbar sind. Ich habe noch nie so eine Krütze gespielt, also doch habe ich schon, aber jetzt schon seit einer Weile nicht mehr zumindest. Und deswegen heute wieder drei richtig beschissene Spiele meiner Meinung nach. Angefangen mit NHL 2018, was noch in der Beta ist, aber mal leid, nein. Ist natürlich Geschmackssache, selbstverständlich, muss ich auch mal dazu sagen, aber immer so das letzte NHL, was ich gezockt habe, war auf der PlayStation 2, NHL 2001. Das war cool, hat noch Spaß gemacht. Aber der PS1, das 1997er, war um Längen besser, hat noch mehr Spaß gemacht, aber naja, ihr versteht schon, lange her und so. So, ich wähle jetzt zwei Teams aus. Ich nehme hier mal die All-Star Central gegen die Washington Capitals. So, ja, komm, los. Ja. Au. Wir machen das doch. Und da geht's schon los. Central All-Stars, a team just overflowing with elite talent, prepared to overwhelm und die anderen. Sehr schön. A team founded in 1974 and three-time President Trophy winners. All right, fans, I am glad. Okay, ich muss mal direkt was dazu sagen. Die Standardsteuerung, also die Standardeinstellung bei diesem Spiel ist, dass man automatisch den Torwart spielt. Und da denke ich mir so, Alter, wer will schon den verdammten Keeper spielen? Also so von Anfang an als Grundeinstellung. Das ist doch Schwachsinn. So als Option schön und gut, aber nicht als Grundeinstellung. Hau ab! Blöder Pisser. Was ist los? Was habe ich gemacht? Ey, stimmt. Ach, wir spielen schon wieder. Der hat gerade ein Replay. Ja, Tor. Das war gut. Das habe ich richtig geil gemacht, ne? Und es geht schon weiter. Also mir fehlen hier, um ehrlich zu sein, ein bisschen die Replays, aber gut. Ist halt leider so. Seht ihr dieses Viereck über meinen Kopf, wenn ich einen Spieler wähle. Ich verstehe nicht, was das soll. Also irgendwie will mir das Spiel immer sagen, was ich jetzt gerade zu tun habe. Das finde ich etwas merkwürdig. Früher habe ich einen auf die Fresse gehauen in dem Spiel und kam auch gut ans Ziel, sage ich mal. Und es war etwas offensichtlicher, wo man überhaupt hinzielt. Jetzt gehen wir jetzt auf die Eier! Komm! Ja, leck mich doch fett. Und man konnte sich prügeln bei den alten Spielen. Wo ist der? Ach, leck mich doch. Wisst ihr was? Das ist der perfekte Moment, um hier abzubrechen und das nächste Spiel zu machen. Also, nächstes Spiel. But when one story ends, another one begins. Ja, genau das.
Would you rather fight 100 chicken-sized zombies or 10 zombie-sized chickens? Was? Yeah. Just to be clear, you wouldn't have any weapons or armor, so you'd have to fight them with your hands. That's easy. I'll take the little tiny little zombie. Langweilig. 100 of them, crawling all over you with their tiny hands. All I need is like a shovel. I'm telling you, way too easy. Ich will ja nicht sagen, aber Hühner haben keine Hände. So, I've got a daylight sensor on the roof. And if I did this right, these lamps should turn on once it gets dark. Kann ich den Text irgendwie weiterdrücken? Weil ich muss euch direkt sagen, es wird nicht besser. Really? Es ist halt ein typisches Telltale-Game, nur in Kacke. Tut mir leid. But don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go? He kind of makes us look like, I don't know, amateurs. It's not weird at all. Reuben is the best pet I could ask for. Obedient, loyal, and always happy to see me at the end of a long day. No, friend. I should have said friend, not pet. Okay, I'm glad you're coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. Erstmal nicht lustig. Totally Axel, what's the matter with you? Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. I thought we were buddies. Okay, ganz ehrlich, das war schon. Der Pers sieht nicht mehr. Es ist wirklich ein Telltale-Game, wo man durch die Gegend läuft und mit Leuten redet. Nur, dass nie was Interessantes passiert, behaupte ich jetzt einfach mal. Es ist total belanglos, was ich drücke. Es passiert eh immer dasselbe. Alright. Bei Walking Dead, bei den Telltale-Game Walking Dead, konnte man sich zumindest teilweise noch entscheiden, wer jetzt gleich sterben wird, wenn man halt die Antworten da auswählt. Aber ansonsten hier habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendwas Besonderes passiert. Ich kann jetzt noch in der Truhe reingucken und was mitnehmen und der macht einen blöden Kommentar. Und kann mir ein Poster angucken und wieder in eine Truhe reingucken. Und das ganze Spiel hat auch für die ganzen Minecraft-Freunde unter euch überhaupt nichts mit Minecraft zu tun. Es ist ein Telltale-Game, nur in Kacke. Tut mir leid, dass ich es nochmal sagen muss. Da passiert nichts. Und ja. Komm, ich zeige euch, wir gehen jetzt in die nächste Textbox. Ja, wir gehen jetzt in die nächste Textbox rein und that's everything. Und dann mache ich aus. Dann suche ich mal noch ein drittes Spiel, weil ich euch zeige. Habe ich noch nicht ausgesucht. Kann sein, dass es sogar gut wird. Gucken wir gleich mal. Okay. Aber also it's in two parts. Ja. It's part more exciting than the last. Spit it out, Axel. Part 1, the special guest of this year's Entercon is none other than Gabriel the Warrior himself. Nächstes Spiel. So, und damit sind wir dann bei Assassin's Creed Freedom Cry. Ein DLC zu Assassin's Creed 4 tatsächlich. Warum ich jetzt gerade das Spiel genommen habe, fragt ihr euch. Einfach nur, weil ich dazu tatsächlich noch nie was gemacht habe, wo ich seit bestimmt einem Jahr auf einer Festplatte drauf habe. Es ist eigentlich ein ganz nettes Spiel, hatte ich damals für die PS3 den Hauptteil von. Und hab das seitdem eigentlich auch nicht mehr wirklich angefasst. Aber hier die PS4-Version sieht halt ein bisschen besser aus. Aber viel größeren Unterschied gibt es jetzt auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ups. Scheiße. Verdammt. Verdammt. Eins, was ich nicht mehr drauf habe, ist die Steuerung.
Autsch. Ich glaube, der... Guck mal. Verdammt. Konter doch mal. Mein Gott, ist man hier schnell tot, wenn man nicht aufpasst. Aber zumindest sieht es ganz nett aus. Gott hat mich erhört. Bestimme selbst über dein Leben. Bitteschön. So, ich plündere noch ein bisschen. Ach, so. Also. Oh, es gibt kein Spiegelbild und das Wasser besteht aus Glas. Das ist cool. Aber auch nicht unbedingt verwunderlich für so ein relativ altes Spiel, muss man tatsächlich sagen. Muss man überlegen, was dazwischen liegt. Das ist Assassin's Creed 4, theoretisch zumindest. Danach kam Unity und danach kam ja zuletzt Syndicate. Also daher schon eine Weile her tatsächlich. Assassin's Creed 4 Black Flag war ein unglaublich geiler Teil, von allen Dingen wegen der Atmosphäre. Hier das Freedom Cry DLC. Boah, muss man selber wissen, ob es das einem wert ist. Wenn es im Angebot ist, ist es ein ganz netter Deal. Für 8 Euro war das mal. Aber für mehr würde ich es nicht mehr kaufen, ganz ehrlich. Gut. So. Hörst du wohl damit aufhören? Das tut man nicht. Okay. Kann ich die jetzt aufmachen? Ja. Gern geschehen. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr dafür belohnt. Du hättest das Gleiche getan. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich tue es. Ach, verdammt, ich will immer mit dem L3-Stick rennen, aber das ist in dem Spiel so eine Art, Adlerauge, das heißt es bei Assassin's Creed tatsächlich. Ich wollte jetzt gerade so einen siebten Sinn sagen, aber... Kann man hier eigentlich auch pfeifen? Guck mal. Nö. Komm, raste aus. Macht euch kalt. Oh. Ist doch nicht nett. Ah, verdammt. Ich habe keine Pfeile mehr. Was habe ich denn noch so im Inventar? Rauchbomben. Hey. Oh, jetzt gehe ich dir gut zur Sache hier, hä? Huh? Ah, schon wieder der falsche Knopf. Ich soll einen Gentleman lokalisieren. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Deswegen, ich habe auch keine Ahnung, wie lang das Video hier wird. Wahrscheinlich nicht so lang tatsächlich. Wie gesagt, eigentlich soll das ganze Video ein Random Wednesday werden, aber da die beiden Spiele, die ich gerade gezockt habe, so scheiße waren, habe ich dann gedacht, okay, komm, damit du nicht komplett umsonst runtergeladen hast, machst du jetzt zumindest einen What the Fail und man kann zumindest irgendwas mal hochladen, was euch vielleicht gefallen könnte. Wenn ihr anders zu den Spielen steht, könnt ihr das ja mal schreiben. Oh. Madame Josephs Mädchen sind die besten außerhalb von Paris.
Den Gentleman zum Bordell verfolgen. Oh, jetzt, wo es interessant wird, will ich Schluss machen. Ich bin auf dem Weg dorthin und überbringe ihr ein Geschenk. Viele Vergnügen, Herr. Und keine Sorge, ich werde sie euch nie streitig machen. Nein. Meine Erz ist zu schwach. Und damit verabschiede ich mich von diesem Video, What the Fail. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder in einem Livestream. Bis bald, arrivederci.